Hallihallo! Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin die Tina. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder eine Runde mit mir gehen wollt. Ich bin heute in Sperrenberg in die Gipsbrüche gefahren und das möchte ich euch heute vorstellen. Ich starte meine Runde in Sperrenberg, das ist aber ein Rundweg und ihr könnt ja überall starten. Es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten, Wege zu gehen. Ihr könnt längere Wege gehen bis rüber nach Klausdorf. Ihr könnt auch in Klausdorf zum Beispiel starten und ihr könnt einen kurzen Weg hier gehen, nur durch die Gipsbrüche, der ist so 2 Kilometer ungefähr. Da geht ihr hier, guckt euch nur die ganzen Gipsbrüche an. Also es sind hier verschiedene Möglichkeiten, von denen man Wanderung, die man machen kann. Ja, und hier ist der kleine Tausendfüßer, der hier immer schön alles erklärt. Es stehen hier in den ganzen Gipsbrüchen überall so eine Tafeln und auf dem Wanderweg, der Bodengeopfad im Landkreis Teltow-Fleming ist, stehen auch überall mal so eine Tafeln verteilt. So, ihr könnt es aber auch so machen, dass ihr die Attraktionen, die euch interessieren, mit dem Auto anfahrt. Das sind dann auch immer Parkplätze, also 2 zum Beispiel, kann ich euch sagen, die total interessant sind. Einmal hier die Gipsbrüche und einmal ist dann noch so ein alter Brennofen erhalten, wie man früher da die Ziegel gebrannt hat von den Ziegelbrennereien in Klausdorf, hier drüben. Ja, und den kann man auch besichtigen, da ist ein Parkplatz und da kann man einzeln zu dem hinfahren. So, aber ihr könnt auch wandern gehen, ja, das ist, Möglichkeiten gibt es hier viele. Und wenn wir hier den Weg hinterlaufen, ne, dann merkt man zuerst hier, wie hoch das hier geht. Die Hänge hier, na hier seht ihr es nicht, es ist die Sonne heute. Aber guckt mal, das sind hier alles diese Gipsbrüche. Ja, und das ist eine geologische Besonderheit für die Geologen unter euch und auch für Kinder ist das total interessant. Und an den Tafeln ist das auch super erklärt. Ja? Also wer sich dafür interessiert, unbedingt hierher fahren. Die geologische Besonderheit, die verrate ich euch auch, das ist, dass nur an wenigen Stellen in Europa ist der Salzstock durch die Erdoberfläche gedrungen. Und hier hat er das gemacht. So. Und deswegen ist das eine geologische Besonderheit. Und hier kommen wir jetzt an den See. Ja, das seht ihr ganz deutlich bei dem Sonnenschein hier. Ich drehe euch aber gleich mal. Hier habe ich wieder eine Erklärtafel gefunden, da kann ich euch wieder ganz viel berichten. So, fangen wir mal an. Ihr habt ja hier, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, da ist so eine Insel im See. Und guckt mal, hier ist ein Bild abgebildet, wie das früher hier aussah. Und da seht ihr in der Mitte die Insel, da stand hier dieser Turm drauf. Und oben dran ging so eine Drahtseilbahn, damit wurde der Gips zur Gipswäscherei transportiert. So haben die sich die Arbeit einfacher gemacht. Ja. Also das mal zum Gipsbruch, zum Tiefbausee. Tiefbauseen heißen die, ich sage mal Gipsbruch dazu. Naja, ihr wisst, was ich meine, Tiefbausee 1, der hat halt diese Inseln in der Mitte. Wir kommen noch zum Tiefbausee 2 und zum Tiefbausee 3 und zum Tiefbausee 4. Gibt insgesamt 4 dieser Tiefbauseen. Ja, die gehören alle hier in dieses Gebiet, der Sperrenberger Gipsbrüche. Da bin ich jetzt. Ja. Das ganze Gebiet ist 24 Hektar groß und steht heute unter Schutz und steht unter anderem auch unter dem Flora-Fauna-Habitat-Schutz, was nochmal extra, das ist nicht höher gestellt dem Naturschutzgebiet, aber es ist trotzdem nochmal ein Extraschutz. Und manche Gebiete hier in Brandenburg habe ich schon gesehen, in die Torfstichentribin zum Beispiel, da waren wir ja auch schon zusammen, die haben so ein Flora-Fauna-Habitat, haben aber kein Naturschutzgebiet. Ja, die sind dann halt nicht so extrem geschützt wie ein Naturschutzgebiet. Ja, so, hier haben wir aber ein Naturschutzgebiet und 1958 wurde der Gipsabbau dann eingestellt, aufgrund verschiedener Dinge, die da so passiert sind, Wassereinbrüche oder Gesteinseinbrüche. Und seitdem lag das Gelände halt brach und konnte sich dann so entwickeln und dadurch ist dieses Kleinhaut hier entstanden. Schön, wa? Ja, aber die Tafel sagt noch viel mehr. Unter anderem, wie das überhaupt entstanden ist. Dieses Salz hat hier an dieser Stelle die Erdoberfläche durchdrungen. Und alles, was ihr jetzt hier seht, sind die Reste von dem, was das Grundwasser nicht ausgewaschen hat. Ja.
Und deswegen ist dieses Brüschige hier so drin. Also, das zeige ich euch noch. Das ist total brüschig, dieses Gestein. Da sind lauter Höhlen drin und praktisch, ja, es ist einfach durchlöchert. Herrlich. Ja, und da hat das Grundwasser das praktisch ausgewaschen, das Salz, und das ist zurückgeblieben, der Gips. Und dadurch ist der Gips hier entstanden. Und dadurch konnte man den auch so leicht fördern, weil der halt sehr weit oben war. Ja, und der Gips ist im Naturkundemuseum zum Beispiel zu sehen. Da könnt ihr in Berlin, da könnt ihr Sperrenberger Gips angucken. Ja, und er wurde früher von Hand gebrochen. Er wurde zum Beispiel verwendet fürs Kloster Zinna, auch in Luckenwalde, für den Turm, den ich euch auch schon, glaube ich, mal gezeigt habe. Oder ich wollte das nochmal machen. Auf alle Fälle ist der Turm auch sehr interessant. Das ist in Überbleibsel noch aus dem Mittelalter. Für den wurde es verwendet oder für in Zossen zum Beispiel für die alte Burg. Ja, die werde ich euch auch nochmal zeigen. Das ist bloß noch eine Ruine, aber ich liebe Ruinen. Ja, da wurde der Gips verwendet. Und dann irgendwann wurde das intensiviert, weil es gab ja mal eine Zeit, da war in Potsdam und in Berlin dieser Barock, ne? Und diese Stuckwände überall. Ja, und da brauchte man natürlich mehr Gips und dann wurde viel mehr hier abgebaut und auch produziert. Für Berlin halt hauptsächlich und Potsdam. Ja. Naja, und irgendwann kam es halt zur Geländeabsenkung und dann wurde es 1924 schon mal eingestellt. Man hat es aber nach dem Krieg nochmal versucht, aber ist dann wieder eingestellt worden, weil das Gleiche passierte. Irgendwann ist halt genug. Ja, aber das ist ja schön, weil so kann ich euch heute das hier zeigen und kann euch animieren, da mal herzufahren. So, da hinten ist dann noch ein Highlight, das erzähle ich euch dann, wenn ich da bin. Und dann gibt es hier noch ganz viele Pflanzen, die sich dementsprechend auch angesiedelt haben und auch seltene Pflanzen, die sich in so einem Gebiet, was ja... Ja, was anders ist, ne? Siedeln sich ja dann auch oftmals seltene Pflanzen an, die dort Heimat finden. Finde ich total gut. Ja, das ist hier unter anderem eben das Steppenliechgras und das Sandfingerkraut. Und natürlich die Kartäusernelke. Es kommt ein Ritter. Ein Ritter auf dem Berg. Ich gehe auch gleich mal auf den Berg mit euch. Schön, wa? Hier hat man richtig einen Rundumblick und kann auch ganz hoch gehen hier. Oh, und da pfeift der Wind, sage ich euch. Und hier kann man richtig schön über den See rüberblicken. Mega schön. Also, kann ich euch Lust machen. Ne? Hier gibt es auch noch den, für ganz müdige, den Grat, den Kammweg. Hier muss man aufpassen, dass der Hut nicht wegfliegt. Den Kammweg und dann da hinten an der ganz steilen Ecke runter. Ja, ich habe nur meine Winterschuhe an hier. Ich nehme mal den einfacheren. Ach, ist das schön. Herrlich. Ich lieb's. Ja. Mega schön hier. Und so die schönen Winterfarben, ne? Das liebe ich ja. Vögel zwitschern. Herrlich, war, wie das Gestein da aufeinander liegt. Das sieht aus, als hätte das jemand da hingemauert.
Mega hier, wa? Hier kann man das so richtig schön sehen, diese Struktur von den Steinen. Ich lieb's. Und so verschieden. Ah, ich muss hier reingehen. Und hier diese Wabenform. Die hatte ich euch vorher auch gezeigt. Diese Wabenform hier drin, ist das herrlich? Das ist eiskalt, der Stein. Hier ist auch nochmal. Herrlich, ich lieb's. Das ist einfach gigantisch schön. Und guckt mal, wie das Efeu hier den ganzen Hang berankt hat. Dann hat sich das geholt hier als Lebensraum. Ach, schön. Und da oben sieht man auch, wo das Wasser runterläuft, dass das schon richtig ausgehöhlt ist. Ich kann mir vorstellen, wenn es viel geregnet hat, ist da bestimmt eine Pfütze unten. Und da gehen überall Löcher rein. Da oben auch eine ganz große Höhle. Das ist spannend hier. Hier ein kleiner Löwenzahn. Sich gemütlich gemacht und da oben, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Wo war denn das eben? Da oben ist die große Höhle, da komme ich nie hoch. Hier. Habt ihr was gesehen da drin? Wer wohnt da? Also das ist hier mal richtig mega. Ja, und so gibt es hier ganz viele unterschiedliche Bereiche. Ne? Der jetzt hier, wo das Gestein so ist, dann hat man hier dieses grünliche Gestein. Ja, und jetzt geht es hier diese Treppe hoch. Da unten waren wir gerade und jetzt sind wir hier an diesem schönen Felsen, immer noch auf der Treppe. Und das Gestein, das ist natürlich total locker, ne? Klar. Und deswegen gibt es hier auch Bereiche, die abgesperrt sind, wo man hier rankommt, was so eine Abbruchkante ist, so eine richtig steile, weil ja eben tief runter gebuddelt wurde. Und da kommt halt immer mal wieder so ein Riesenbrocken auch runter. Aber hier ist es relativ ungefährlich, weil es hier nicht so hoch ist. Also, weil wir hier mitten am Berg sind. Die Tina hier wieder. Hier seht ihr, hier ist der Berg, es geht hier andere Seite noch weiter. Und hier sind wir jetzt hochgekommen. Und das ist schön. Schön, schön, schön. Überall das schöne Efeu hier dazwischen. Ja, und ein paar Spaziergänger sind hier auch unterwegs. Das ist schön. So herrliches Wetter. Aber nichts im Vergleich zu Berliner Wanderwegen. Wenn wir jetzt die Treppe hochgekommen sind, dann treffen wir hier auf so eine schöne Bank. Da können wir entweder Pause machen oder wir gehen weiter. Und zwar kann man hier nach links gehen. Da kommt man hier um die Ecke, geht's hoch zu dem Aussichtsturm. Der ist jetzt um die Ecke hier, den sehen wir jetzt gerade nicht. Wir gehen den Weg jetzt auch nicht. Wir gehen nämlich da runter. Wir gehen also praktisch nach rechts und da kommen wir auch, das ist der Höhenweg, wo wir oberhalb der Tiefbauseen sind. So, jetzt sind wir schon das erste Mal abgebogen.
Hier stehen auch meistens Bänke. Und hier können wir jetzt das erste Mal runter gucken. Und da sehen wir das schöne Teil, das ist der Gipsbruch 2. Ja, und hier ist die Bank, das zeige ich euch noch mal kurz. Hier kommt ihr immer rein, hier steht eine Bank, schön auch überall, hier so eine gelben Säcke, damit ihr euren Müll da rein tun könnt, vom Feinsten. So wie man sich's wünscht. Also vorne am Eingang, wo ich euch gezeigt habe, da waren schon so gelbe Säcke, an dem Schild da vorne hingen gelbe Säcke zum Müll reinmachen. Und hier auch an jeder Bank nochmal gelbe Säcke. Also wirklich, hier muss man nicht rumschmeißen. Und ich muss mal sagen, es liegt auch gar nicht so viel Müll rum. Also es ist ordentlich. Aber ich glaube, die sind ja auch Leute, die sich hier drum kümmern und das sauber und ordentlich halten. Das finde ich sehr, sehr schön. Danke, danke, danke. Jetzt bin ich gleich ins nächste Loch rein. Da steht keine Bank, aber ein Müllbeutel ist trotzdem da. Und da habt ihr den Ausblick auf den Gipsbruch 3. Es gibt auch noch den Gipsbruch 4, der liegt aber weiter dort hinter. Und jetzt seht ihr dort oben auch den Aussichtsturm. In weiter Ferne da Weitwinkel. Ja, das ist hier der Ausblick, den man dann praktisch von dem Turm hat. Ne? Man kann halt nicht über die Kante runter gucken zum Wasser, also zu den Seen. Man guckt dann halt übers Land hier rüber. Aber wen es interessiert, da oben stehen auch noch Tafeln und Infos zu den Gipsbrüchen. Ich bin hier fast nur dunkel. Es liegt aber an meiner Mütze, dass der mein Gesicht nie erkennt. Seht ihr? Wenn ich die wegmache und offen gehe, wird es besser. Ich kann ja auch so gehen. Was sagt ihr? Ja? Weil es ist nämlich ein bisschen kalt am Kopf. Ach, so erkennt er mich besser. Mein kleines Outfit gewechselt. Gefällt mir das so? Ja, doch. Könnt ihr so ein bisschen schräg machen. So. Na, wir werden es dann sehen. Ach, herrlich. Der Weg geht weiter hier an der Abbruchkante lang. Da ist immer so ein kleiner Randstreifen mit Gestrüpp, wo jetzt auch schon viel austreibt. Herrlich. Wir haben es jetzt nämlich Anfang März. Und guck mal, was wir für ein Wetterchen haben heute. Herrlich. So, seht ihr? Hier geht es dann immer rein. Nächster Gipsbruch, kann man auch runter gucken. Ich gehe mit euch rein. Nächster Gipsbruch mit Bank und Müllbeutel. Und hier könnt ihr nochmal, das ist auch ein schönes Stück, da kommen wir rückzu durch. Und da unten ist Gipsbruch 3. Herrlich, einfach nur ein Traum. Schaut euch mal an, was ihr da für einen Ausblick habt. Einfach herrlich, wa? Und so, wie wir vorhin die Treppen hochgekraxelt sind, gehen wir jetzt durch den magischen Wald hier wieder nach unten. Und auf dem Weg nach unten habe ich hier eine schöne Bank gefunden und den Gipsbruch 4 kann man hier sehen. Ja, der ist herrlich, das ist der schönste. Ihr seht es von hier oben hier auch ein bisschen, hoffe ich. Ich werde jetzt erstmal einen kleinen Snack nehmen und mal in mein Vogelbestimmungsbuch gucken. Ich habe mir aus der letzten Landlust, da war so ein Vogelbestimmungsbuch dabei. Und da habe ich jetzt einen Vogel gesehen. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich gucke dann erstmal nach. Mal wieder hier oben am Feld und jetzt folgen wir dem Weg mal in diese Richtung, bevor wir dann wieder hier runter gehen, weil dann kommen wir nämlich noch an den vierten, den ich euch jetzt schon gezeigt habe, also den vierten See, und wir kommen zum Faulen Luch und das wollte ich euch auch noch zeigen.
es ist ein bisschen abenteuerlich hier. Ich muss jetzt mal mit euch hier runtergehen, um an den Vierten zu kommen. Müssen wir hier ein bisschen klettern. Puh. Aber das ist einfach traumhaft hier unten. Guckt euch das an. Hier kann man bis ins Wasser reinlaufen. Seht ihr das? Und da oben, wartet mal, da oben haben wir gestanden vorhin und da oben haben wir eben gestanden. Ach, herrlich. Oh, ich lieb's. Drüben ist die Steilkante und hier ist es flach. Was ich euch eben gezeigt habe, ist das faule Luch hier hinter mir. Und ich bin jetzt von dem Gipsbruch da wieder hoch. Zu dem Gipsbruch führt kein offizieller Weg runter. Da müsst ihr euch halt da durch die Büsche schlagen. Also ich bin wieder hoch auf den offiziellen Weg und bin dann durch den Wald hier runtergegangen. Und dann kommt man direkt hier zum faulen Luch. Ja. Und das faule Luch kann man super am Wasser nah umrunden. Das führt hier runter dann praktisch der Weg, dann auf der anderen Seite zurück und da unten sind noch ganz viele Erklärtafeln. Einmal also so verschiedenen Erdschichten, das hat man da so dargestellt, so ausgehoben. Ne? Das könnt ihr richtig sehen, wie die verschiedenen Erdschichten da sind. Und dann ist noch eine Erklärtafel zum Moor, was es hier auch gibt. Hier gibt es halt ganz unterschiedliche Böden. Ja, und ihr kommt dann hier drüben zurück, da hat man von dort nochmal einen schönen Blick über das ganze Luch. Ich hänge euch da vielleicht ein Bild rein, mal sehen. Und ja, und dann kann man wieder zurückgehen zu der Gipsbrüche oder man geht den Weg weiter nach Klausdorf. Guckt mal. Der 66-Seen-Wanderweg geht hier auch lang. Der geht auch um diesen See hier. Herrlich, wa? Das soll ja der schönste Wanderweg in Brandenburg sein. Ich bin ja immer nur Teilstücke davon gegangen, aber ich glaube in Teltow-Fleming und so ist der, glaube ich, am schönsten. Oh, guckt euch die Sonne an. Ich gehe jetzt mal hier ein Stück durch die Wüste. Durch die Brandenburger Sandwüste. Und nehme euch mit. Ja, da vorne geht es gleich rechts wieder ab. Guckt mal, wo ich jetzt lang komme. Hier ist eine Badewanne. Hier sitzt jemand. Wenn ihr da im Dunkeln lang kommt. Und hier geht's weiter. Hier hängen schon Ostereier. Unkraut zu verkaufen. Wegen hoher Nachfrage nur an Selbstpflücker. Genial. Sehr schön. Jetzt sind wir nämlich hier auf der Rückseite von dem vierten Gipsbruch. Da ist hier so eine Ferienanlage. Da kommt der Weg runter, wenn ihr nur die Gipsbrüche geht. Und dann trefft ihr hier unten auf die Straße, wo wir jetzt gerade hierher gekommen sind. Da seht ihr noch die Bungalow-Siedlung und wir gehen jetzt hier nach vorne weiter. Da geht es ein Stück die Straße lang und dann kommen wir zu dem dritten Gipsbruch. Und da drüben ist auch nochmal an dem Pfahl ein Schild dran. Guckt mal, hier seht ihr mal so eine Abbruchkante, wie rissig das da ist. Das haben sie hier auch schon gesperrt. Hier ist ein Gitter vor. Und das ist der Gipsbruch 3. Und wir gehen jetzt hier diese Straße vor.
und gehen dann auf der anderen Seite an den Gipsbruch ran. Da oben sind wir gerade zusammen lang gelaufen. Kommen wir hier im Sonnenlicht um die Ecke und sind an Gipsbruch 3. Und hier kommt man richtig gut ran. Aber hier seht ihr auch so eine Abbruchkante, ne? Hier unten. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Guckt euch das an. Ist das traumhaft? Das ist so der Angelsee hier. Hier kann man überall auch angeln. Kann man sich Angelkarten holen. Also wer von euch angelt, geht auch. So, jetzt kommt mal meine Lieblingsstelle an diesem Gipsbruch. Die zeige ich euch jetzt. Habe ich eine Lieblingsstelle gefunden. Das ist ja nicht mein Lieblingsgipsbruch, aber meine Lieblingsstelle. Da ist sie. Mega. Ist doch einfach traumhaft hier, wa? Und ich habe den Vogel gefunden, den wollte ich euch auch noch zeigen. Es ist ein Gimpel oder ein Dumpfaff, so heißen die auch. Da ist er. Der hier. Ja, was ihr noch sehen könnt. Der ist 15,5 bis 17,5 cm, das kommt hin. Und der Name geht vermutlich auf die roten Talare von den Geistlichen zurück. Ich habe das so im Gefühl gehabt, aber ich wusste nicht mehr den Namen ganz genau. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so einen Gimpel oder Dumpfaff wirklich so in live gesehen habe. Vielleicht als Kind schon mal, dann habe ich es aber vergessen. So, jetzt bin ich hier an meiner Lieblingsstelle, weil... Da steht man ziemlich sicher hier oben und da unten geht ein ziemlich schräg der Felsen nochmal ins Wasser rein. Und wisst ihr was, hier ist auch wieder dieses Gestein so wunderbar zu sehen mit diesen funkelnden Kristallen da. Ja, da habe ich hier schon den Huflattich gefunden. Der wächst hier unten, direkt am Felsen, am Wasser. Guckt euch das an. Da steht überall welcher. Wartet mal, seht ihr das überhaupt? Ach, ich sehe wieder nicht. Wo ist denn meine Hand? Doch. Ich hier mit meinem Schatten hier. Herrlich, ich lieb's. Und die Sonne ist herrlich warm. Die Kälte von heute früh ist verflogen. Mir ist jetzt schon richtig warm, aber ich brauche die Weste, weil da habe ich einen Haufen Kram drin. Alles, was ich so brauche hier. Und wenn wir jetzt vom Tiefbau 3 kommen und hier vorgehen, diesen herrlichen Weg, den ich ja liebe, weil das schon wieder so schön moorig ist. Links und rechts ist der wilde Wald. Und hier sind so Wurzeln rüber. Herrlich. Vögel zwitschern. Man ist mittendrin. Und wisst ihr, was ich noch entdeckt habe? Hier wächst überall Huflattich. Guckt euch das an. Am Ende von diesem schönen Stück kommen wir hier an die Abbruchkante, die gesperrt ist. Zeige ich euch gleich nochmal von nahen. Und an eine schöne Sitzgelegenheit wieder mit Überdachung, wo man ein Picknick machen kann.
Ihr seht schon, wie es hier hochgeht. Ist nicht ganz ohne. Und hier sieht man halt mal auch wieder schön dieses brüchige Gestein. Und hier fängt es schon an zu stinken. Deswegen sitzt hier vielleicht nie einer. Es stinkt nach Schwefel. Da liegt so ein Stück, was hier schon runtergekommen ist, ne? Was hier rausgebrochen ist. Jetzt bin ich mit euch hier am Tiefbausee 2. Da stinkt es wie die Hölle, Leute. Wirklich wie die Hölle. Nach Schwefel. Boah, ey, extrem. Aber das Interessante hier ist, dass hier ein großer Findling liegt und eine Stele steht. Da seht ihr sie. Da gehe ich jetzt mal ran mit euch, okay? Hallo. Ich muss erst mal winken. Da ist sie. Und die Stele, die steht hier, weil hier das tiefste, das einst tiefste Bohrloch der Welt ist. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich mal gucken, ob ich es ein bisschen dunkler mache. Oder heller. Ich glaube, heller wird besser sein. So, na, schauen wir mal. Also, hier ist das einst tiefste Bohrloch der Welt. Und zwar wurde hier gebohrt. Von 1867 bis 1871, am Anfang noch per Handkraft und später per Dampfmaschine. Und das war die erste Bohrung der Welt, die über 1000 Meter tief gesetzt wurde. 1271,6 Meter, um es genau zu sein. Ja. Und für 15 Jahre hatte dieser Weltrekord Bestand. Ja, und gleichzeitig hat der Eduard Dunker aus Halle eine Messung durchgeführt und da ist noch was Besonderes entstanden. Es gibt also hier gleich zwei besondere Merkmale. Einmal die tiefste Bohrung und einmal hat er die Temperaturzunahme gemessen, die in der Erde, also praktisch wenn man tiefer kommt, entsteht. Und zwar je 33,7 Meter Tiefe geht es ein Grad, ist ein Grad Celsius mehr Wärme in der Erde. Und das ist die geothermische Tiefenstufe. Das wusste ich noch gar nicht, das kannte ich gar nicht, das Wort. Habe ich wieder was gelernt. Geothermische Tiefenstufe, die ist ab dann weltweit anerkannt worden und wird heute noch so genutzt. Bohrloch 1 hier. Da oben sind gerade Leute auf dem Wanderweg gewesen, die haben mir gewunken. Ja, und das alles gibt es hier zu erfahren. Und nachdem wir jetzt am Bohrloch waren, was sehr interessant war, haben wir hier wieder einen Wegweiser. Wir sind von hier hinten gekommen und gehen jetzt hier vor. Und ihr seht, hier steht ohne einer, also diesen Bodengeopfad könnt ihr wirklich in alle Richtungen hier gehen. Ihr kommt immer wieder hier vorne an. Und das ist auch sehr spannend, ja, weil man das einmal, man kann da hochlaufen, man kann den Höhenweg laufen, man kann aber auch hier einfach rumlaufen, um die Tiefbau sehen, je nachdem, welche Konditionen ihr habt. Ich habe mir Tagliatelle mitgebracht. Und mir selber gemacht, zu Hause, mit Vulkanspargel, Zwiebel, Knoblauch und ein bisschen Tomatenmark und ein bisschen Olivenöl. Mmh. Mmh. Jetzt esse ich erstmal. Der Berg da, das ist der Gipsberg und den gehen wir dann auch noch zusammen hoch, aber jetzt will ich erstmal den Ort mit euch erkunden. Also ein Stück vorne an der Kirche rum, das ist sehr schön. Und da kann man auch die Wanderung starten. Also man kann an der Kirche parken und von dort losgehen zu den Rundwanderwegen. Und da hinten, da seht ihr jetzt den krummen See. Und da schimmert die Kirche durch die Äste durch. Ist das schön? Der Hahn. Und das ist noch eine ganz alte Kopfsteinpflasterstraße hier.
Steht gleich vorne im Ort auch nochmal ein Wegweiser. Seht ihr? Das ist sehr schön hier ausgeschildert. Könnt ihr das drauf nochmal lesen hier? Und die Kirche ist jetzt gar nicht so klein, wie sie von Weitem aussieht. Aber schön, das ist mal eine Abwechslung, wenn man hier mal so eine weiße Kirche hat. Meistens sind ja hier so die Backsteinkirchen oder die Feldsteinkirchen. Da drüben ist noch der Saal mit diesen schönen alten Fensterläden. So sieht es dann hier aus in dem Ort. Und da hinten ist noch die Heimatstube. In der Heimatstube könnt ihr euch noch informieren, wenn ihr hier wissen wollt über die ganze Geschichte und alles auch über die Militärgeschichte. Die hat am Wochenende geöffnet. Jetzt besteigen wir den Gipsberg. Anstatt da hinten den flachen Weg reinzugehen, gehen wir jetzt hier auf den Berg hoch. Und schauen mal, wo wir da oben rauskommen. Was ein Traum. Ja, hier haben wir einen fantastischen Blick auf den Tiefbau. Seht's, eins. Hier unten ist eins, da hinten ist zwei. Und da steht ein Pferd. Und macht Pause. Mega genialer Blick von hier oben, darunter auf die beiden Tiefbauseen und hier steht eine Bank und hier ist herrlich. Oh. Klasse, es geht aber noch ein Stück hoch und dann kommen wir oben auf den Panoramaweg. Mal schauen, wo es dann noch hingeht. Jetzt bin ich dem Turm schon ziemlich nahe, aber vorher geht hier nochmal so ein kleiner Weg rein auf den Felsvorsprung und guckt mal, das ist ja schön. Hier unten ist immer noch der Tiefbau See 1 und hier steht ein Tisch, Bänke, hier kann man sitzen und Schmetterlinge. Ach, da kann ich euch ja kleiner erzählen, dass hier ganz, ganz viele Schmetterlingsarten gibt. Ja, hier guckt man runter in den Auwald um den See. Ja. Von wegen Tiere hier, die sich hier angesiedelt haben. Hier soll es Eisvögel geben und Buchfinken. Ich habe hier einen Gimpel oder Dumpfaff gesehen. Und ja, Buchfinken habe ich noch keinen gesehen und auch keinen Eisvogel. Ich glaube, einen Eisvogel habe ich noch nie gesehen. Ja, aber ich bin jetzt auch unterwegs die meiste Zeit und da muss man bestimmt ein bisschen ruhig sitzen, wenn man so Vögel beobachten will. Aber hier ist schön, hier könnt ihr ein Picknick machen, guck mal. Ich glaube, hier mache ich jetzt ein Picknick. Ja. Hier steht jetzt hier auf dem Tisch. Jetzt erstmal ein Picknick. Ich habe gerade schon ein bisschen in der Sonne gesessen, habe am Laptop gearbeitet, weil ich das immer gerne gleich für einen Blogpost schreibe. Und das ist ja so angenehm draußen. Jetzt habe ich voll Mund. Jetzt habe ich eben die Holzbiene gesehen. Und jetzt gehen wir gleich weiter. Also, jetzt wird es Nachmittag und durch den Wind wird es jetzt schon kühl. Also wir haben halt Anfang März, ne? Aber auf der Mittagszeit kann man hier schön sitzen. Vor allem, wenn es windstill ist. Ich habe ja schief stehen. Hier blüht schon alles voll hier von diesen Pflanzen. Da habe ich gerade den Namen vergessen, aber ich wusste den. Jedenfalls blühen sie schon und das ist schön, weil dann haben die Insekten jetzt schon Nahrung. Da war auch die Holzbiene dran und habe schon ganz viele Bienen gesehen, die hier rumfliegen. Ja, sehr schön. So, jetzt gehen wir mal auf den Turm gucken, weil da sind auch noch interessante Dinge. Und dann gehen wir weiter. Da hinter mir ist der Aussichtsturm. Und das ist der Grund, weswegen man hier bombastischen Handyempfang hat.
alles voll oben. Ja, und man kann hochgehen, sofern man keine Höhenangst hat. Wer hat denn hier Höhenangst? So, jetzt sind wir oben. Und hier steht ein Schild, dass wir hier 79,64 Meter über dem Meeresspiegel sind. Sehr schön. Und da ist er. Und wenn er da hochgeht, seid ihr noch höher. Und hier haben wir Station 3 und Station 4 vom Bodengeopfad. Muss ich erstmal lesen. Ja, bei den Tafeln hier geht es alles um Boden. Hier zum Beispiel um den Typ Parabraunerde, die eher ein verarmter Typ ist. Und hier drüben geht es darum, wie das entstanden ist. Also hier ist seit der Bronzezeit ist hier schon Besiedlung. Etwa 2000 vor unserer Zeitrechnung ist hier schon Besiedlung nachgewiesen worden in Sperrenberg. Haben hier schon Menschen gewohnt und den Wald abgerodet, der hier entstanden war nach der Eiszeit, nach dem langsamen Abschmelzen des Eises. Und der Gipsberg ist mit 79,8, hier steht 79,8 Metern, der höchste Berg in der Umgebung. Ja, und hier, also das ist total interessant hier, wie diese Landschaft hier, also der Teltow, ne, wir sind immer noch im Teltow. Der Teltow war ein riesiger Großkreis und eine Landschaft hier im Süden von Berlin und Berlin eingeschlossen. Also auch der Havelseenweg und der Wannseeweg, das liegt alles im Teltow. Alles, was an der Havel liegt. Ich glaube, an der Spree ist dann die Grenze, das ist dann ein anderes Gebiet wieder. Aber das davor ist alles der Teltow. Ja. Und hier steht halt dran, wie der Boden sich hier entwickelt hat nach der Eiszeit, nachdem das Eis abgeschmolzen ist. Sehr, sehr interessant. Ich lese es euch jetzt nicht vor, weil es sehr geologisch ist. Ihr könnt es euch angucken kommen, wenn ihr hier seid. Es ist jedenfalls spannend, wie das mit der Erde aufgebaut ist. Auch hier so ein Bild zu sehen von so einer Tonerde. Hier ist so eine Tongrube in Klausdorf mit dieser rötlichen Tonerde. Sieht sehr schön aus. Wenn ihr auf den Turm geht, habt ihr den Blick über diese Landschaft, über die Felder darunter und den Wald. Und wenn ihr hier runter geht, da kommt ihr zur Kirche runter. Der Weg geht dann unten links zur Kirche. Wir gehen aber jetzt hier wieder runter. Ich will wieder zu den Gipsbrüchen zurück. Ach Leute, der Holunder treibt hier aus. Guckt euch das an. Oh, ist das schön. Hier überall. Und ich liebe das, da ist schon wieder, sind Flechten dran. Ich weiß nicht, was ihr jetzt seht, aber es sieht traumhaft schön aus. Und die Rose treibt auch aus. Ach, guckt euch den Himmel an. Ist auch so schön mit hier. Ja. Sehr schön. Gehe ich den Berg hier wieder runter. Und dann kommen wir nämlich zu der Treppe, wo ich schon mit euch hochgegangen bin. Mal jetzt hier weitergehen. Also ich habe jetzt noch einen Abstecher auf den Turm gemacht. Wir sind von hier gekommen über den Gipsberg und sind jetzt gehen wir da weiter. Und ich habe jetzt praktisch einen Abstecher hier hinter mir auf den Turm gemacht, also zum Turm, um euch das noch zu zeigen. Gehe aber jetzt wieder dort lang und da kommen wir an die Treppe und da gehen wir wieder runter zu den Tiefbauseen. Das wäre die Runde hier. Also ihr seht schon, ihr habt hier unbegrenzte Möglichkeiten und ich habe jetzt auch schon, bin hier fast alle Wege, ich glaube, ich bin alle Wege gegangen, die man hier gehen kann. Man kann hier wirklich richtig viel entdecken. Also das ist echt auch mit Kindern total spannend. Oder ja, dass die Tafeln sind auch sehr witzig geschrieben. Natürlich war es da jetzt ziemlich geologisch, ist klar. Man muss es ja irgendwie so ausdrücken, wie es nun mal ist. Ja. Aber trotzdem, sehr witzig trotzdem geschrieben, sehr informativ und kurzweilig. Ja, kann ich euch empfehlen. Und es ist so spannend, eben das so mal zu lesen. Ich meine, ich habe das auch alles noch nie gewusst. Das war für mich mega spannend, wie diese Erde sich so aufbaut, wie das entstanden ist. Ich meine, ich vergesse das wieder, klar, wir merken uns das nie. Aber trotzdem, das mal so zu hören, wie nach der Eiszeit das so alles geworden ist,
Herrlich. Also das mag ich sowas. Wer sowas auch mag, der ist hier gut beraten mit, wenn ihr mal in der Nähe seid. Hier kann man auch sowieso wunderbar Urlaub machen, weil hier noch ganz viele Sachen sind. Ich habe euch ja schon gesagt, das Kloster da in Alexanderdorf, der Klosterrundweg, der geht durch den Wald. Da sind für alle, die gerne stricken, das sind so eine Yarnbombing-Dinger stehen da mit deutschen Volksliedern. Klasse gemacht, ja. Und man hat hier dann in Klausdorf auch noch, man kann die große Klausdorf-Runde gehen. Klausdorf mache ich halt einzeln, es wird halt sonst zu viel. Das Video wird wahrscheinlich sowieso schon ganz schön lang. Aber ich will es euch auch alles zeigen. Ja, jetzt sind wir gleich durch mit der Runde. Bin gleich wieder vorne am Sandberg und dann gehe ich wieder nach vorne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das Luch noch mit reingenommen, ja, und den vierten See. Ja, es war sehr interessant hier, sehr informativ. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehr gerne, freue ich mich über Likes, Kommentare, Anregungen, ja, alles das. Und ich danke euch auch fürs Werbung schauen und fürs Benutzen meiner Amazon-Partner-Links. Da ist er wieder da. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Tschüss. Es wird natürlich auch einen Blogpost geben, aber der ist noch nicht fertig. Aber ich schreibe es dann, ich ergänze das Video dann und schreibe es dann unten drunter, sobald der Blogpost fertig ist. Wer es also später sieht, kann unten mal gucken. Da findet ihr auch meinen Blog. Da steht ganz viel interessante Dinge, auch zu Brandenburg und Berlin dann. Würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal hingeht und guckt und mir vielleicht ein Like da lasst oder einen Kommentar da lasst. Danke, danke, danke.